Mike Meljack with his friends Logan Paul and everyone. They are currently in Dubai. I don't have watches right now with me. The watches still are not here. Wieder. Ey, was für ein Trip. Was für ein Trip. Eieiei, ich muss jetzt erst an dieser Stelle Danke sagen, ja. Also dadurch, dass wir Mike so bombardiert hatten beim letzten Stream, der schon etwas länger zurück ist, kam es noch zu sehr lustigen Geschehnissen. Aber ja, ich kann erstmal von vorne anfangen. Also ich habe die ganze Zeit mit Mike geschrieben, auch als wir den Dings-Livestream beendet haben. Während des Livestreams hat ja Mike schon geschrieben, ne, habe ich ja live gezeigt. Und danach hat er noch geschrieben, bla bla, von wegen Dubai und so. Wir haben ein bisschen uns ausgetauscht. Und dann, ja, habe ich die nächsten Tage erstmal nichts gehört. Und dann am, ich glaube Donnerstag war das, Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß gar nicht mehr, schreibt er mir, ja, du bist nicht zufällig morgen oder übermorgen in Dubai. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich bin ich da, natürlich. Natürlich bin ich in Dubai. Ja, da musste ich schnell umplanen, weil die Sache ist, ich hatte Marcel versprochen, vorbeizukommen. Dann, als ich geschrieben habe, ja, okay, ich komme nach Dubai, war mir klar, an dem Abend muss ich zu Marcel fahren. Mittwochabend, genau, Mittwochabend. Dann bin ich am Mittwochabend zu Marcel gefahren, bin in Hamburg geschlafen. Am nächsten Morgen waren wir was essen, mit Holger was drehen und dann bin ich direkt von Hamburg nach Frankfurt zum Flughafen gefahren, dann nach Dubai. Und das Problem war, also ich meine, ich bin ja schon spontan und sowas, aber also der Inhalt des Videos sollte ja sein, also zunächst einmal, nichts ist klar, okay? Mit Influencern, wenn ich eins gelernt habe, dann ist nichts klar. Das heißt, auch wenn Mike augenscheinlich super cool ist, ist er auch, aber man weiß halt nicht, wie die drauf sind. Die deutschen Influencer sind so. Du kannst null mit denen planen. Die sagen, die kommen. Eine Minute vorm Event sagen die, ah, sorry, Bro, tut mir sehr leid. Ich muss leider absagen. So, ne? So, viele zumindest. Naja, auf jeden Fall, ich wusste halt nicht, ob die Amis genauso sind. So, dann habe ich gesagt, egal, ich muss auf jeden Fall das Risiko eingehen. Okay, ich buche den Flug. Also, wenn man am selben Tag quasi bucht, dann ist halt schon etwas teurer, so, ne? Und, ja, dann habe ich gesagt, okay, wir gehen das Risiko ein. Dann, okay, wo shooten wir das Ganze? Dann habe ich gesagt, okay, Versace wäre eine Option. Oder Vadim, mein guter Freund aus Dubai. Vielleicht können wir den auch fragen, ob wir die Präsidenten-Suite haben können. Ich rufe Vadim an. Er ist gerade in Kiew. Also derjenige, der für Emerald Palace, Raffles, ich zeige es euch mal gerade. Er ist der quasi Repräsentant von dem Eigentümer. Aber das Problem ist, das Ding ist halt zu, ne? Also das Hotel ist halt geschlossen. So, warte, geht mal gerade rein. Weil die wechseln quasi den Anbieter. Ich hatte da mal ein Review drüber gemacht. So, das ist das halt hier, ne? So. Und naja, auf jeden Fall, ich hab mir dann gedacht, so, okay, egal. Wir probieren alles. So, dann irgendwie habe ich dann das hinbekommen, dass wir im Emerald Palace die Präsidenten-Suite haben können. Alleine. Das ganze Hotel ist geschlossen, nur wir sind da. Ganz alleine. So. Okay, das habe ich schon mal geschafft. Dann kommen wir, landen wir morgens in Dubai um 5 Uhr. Ich habe noch meinem anderen Freund, der vor Ort auch alles organisiert, habe ich die Lage erklärt, habe gesagt, ich brauche Uhren. Also ich meine, aber eine Sache sind wir uns ja alle hier im Chat auch einig. Ich habe keinen Stock in Dubai. Ich habe hier coole Uhren, safe. Aber ich habe in Dubai keine Uhr. Und ich kann so schnell auch keinen kommerziellen Export anlegen, dass ich halt meinen Stock einfach mitnehmen kann. Das wäre sowieso so. Das heißt, wir haben folgt nächstes Problem. Ich habe keine Uhren. So, alles klar. Dann, das Gute ist, in Dubai alle nehmen Geld, okay? So, das heißt, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe dann halt irgendwie versucht, Uhren zusammenzubekommen. Mein Kontakt mal vor Ort hat gesagt, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Da habe ich von mehreren Source halt etwas Schönes zusammenstellen lassen. Natürlich musste ich das auch bezahlen, ja? So, und bis zuletzt war halt nicht klar, wie das klappt. Ich wusste nicht genau, was ich bekomme und so weiter. Auf jeden Fall, wir kommen in dem Hotel an am Donnerstag. Wir gehen hier rein, alle Lichter aus, alles dunkel, bla bla. Hier oben, das ist übrigens die Präsidenten-Suite hier. Naja, auf jeden Fall, sah eigentlich alles ganz gut aus. Wir sagen, hör mal, es gibt gar nichts. Es gibt weder was zu essen, es gibt gar nichts. Wir müssen Catering organisieren und so weiter. Wir rufen einen anderen von dem Marketing, von dem Hotel Marketing an. So, sie sagen, sorry, immer, wir haben keine Leute eingestellt. Bei uns, das Hotel ist geschlossen. Okay, wir besorgen Catering und so weiter. Einer schreibt uns, der will irgendwie haben für 5 Leute, halt so Platten und so weiter für 5 Leute, will er haben 2000 Euro. 2000 Euro. Hab ich gesagt, okay, gut, wir finden ihn mal an. So, naja, auf jeden Fall, das haben wir dann alles gemacht. Dann war das nächste Thema Sicherheit. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Weil in Dubai gab es jetzt einen Fall, da wurde irgendwo eingebrochen und so weiter, auch Uhren geklaut, bla bla. Irgendwie das erste Mal habe ich von meinem Bekannten gehört, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es auch so ein Thema. Gut, alles klar. Ein Abend vorher, ich glaube um 20 Uhr, der
derjenige, der für die Uhren zuständig ist, sagt, okay, pass auf, so und so sieht's aus. Ich besorge die Uhren, aber wir können erst morgen checken, was geht. Also ich hatte bis dahin schon eine Box an Rolex-Uhren. Das hatte ich von hier besorgt. Ich habe jemandem ein Ticket gekauft. Der ist von hier nach da, weil er gerade in Urlaub ist, ist von hier nach Dubai geflogen, um den Laden aufzusperren und um mir die Boxen zu geben. Naja, auf jeden Fall, da war schon mal klar, wir haben auf jeden Fall irgendeinen Stock. So, aber nach wie vor in mir drin pure Angst, dass die Jungs halt nicht kommen. Auch vom Hotel, die so, ja, immer, wie sieht das denn aus? Also wir können es jetzt alles machen, aber bist du sicher, dass die halt kommen? Ich sag so, ja, also, ja. Ja, ich, hey, ich bin sicher, ja. So, ich bin dahin geflogen. Ich habe die Uhren bezahlt. Ich habe das Hotel, also es war auf jeden Fall crazy und bis zuletzt wusste ich halt nicht, was passiert. So, auf jeden Fall. Dann immer wieder zwischendurch. Das Einzige, was mich wirklich positiv gestimmt hat, war, dass anders als bei den deutschen Influencern, Mike die ganze Zeit geschrieben hat. Die ganze Zeit. Ich habe mit ihm normal geschrieben so. Er hat mich was gefragt und so weiter. Das war jetzt nicht normal. Bei Influencern läuft es so, okay? Ihr schreibt was, 3 Tage später kriegt ihr eine Antwort. Maximal. Ja, oder, ja, auf jeden Fall. Bei dem war es so, wir haben immer so, es war ein Redefluss. Das hat mich schon mal ein bisschen beruhigt. Aber man weiß nie. Zum Beispiel, die gehen Party machen und dann auf einmal hasta la vista, ne? Weiß man nicht. So, alles klar. Der nächste Tag bricht an. Es ist morgens, Freitag. Wir gehen los. Um 1 Uhr kam das Catering, wir sind um 1 Uhr auch dahin gefahren und so weiter. Und ich habe die Stories von den Jungs gesehen, von Mike und so weiter. Ich guck mal, ob da noch irgendwas online ist. Auf jeden Fall, die waren in so einer Bar, waren feiern, haben super lange. Ah, hier, ne, das war nur mit, er hat jetzt seinen Kampf. Logan ist auch da. Da waren die was essen, das war schon quasi am selben Tag, als wir uns gesehen hatten. Naja, auf jeden Fall, die waren feiern und dann auf einmal ist 2 Uhr. Die Uhren sind angekommen und ich habe die Uhren gesehen. Es war alles tipptopp. Eine mega Selection und so, war echt super. War auch extrem teuer, aber gut, hat sich ja gelohnt. So, auf jeden Fall, dann um 15 Uhr gucke ich nochmal so bei Instagram und so weiter. Mike schreibt so, hey, kannst du was zu essen besorgen? Wir haben super Hunger, wir sind gerade erst aufgestanden. Ich so, klar, wir haben das Catering oben. Kommt nur vorbei. Okay, 10 Minuten sind wir da. So, okay. So, dann, ich bin unten in diesem, pass auf, ich zeig euch das mal. Auf jeden Fall, das Foyer ist halt sehr einladend und wir sind halt einfach die Einzigen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sitze einfach so da. So, einfach so, alleine, ganz alleine, so. Ich sitze einfach so da und dann kommen die 3 Amerikaner rein. Trev war einer davon, warte, ich kann euch mal zeigen. Dann der deutsche Kameramann aus Hamburg, sehr stabiler Typ, der 16 Stunden jetzt gerade im Flugzeug zurück nach L.A. ist. So, warte mal, wer war, also Mike war natürlich dabei, so ein etwas jüngerer Israeli. Ich weiß aber nicht, wo er jetzt ist. Der hat auf jeden Fall auch was gepostet. Er ist ein bisschen wilder auf jeden Fall unterwegs, ich weiß nicht, wo er jetzt hier ist. Auf jeden Fall, die kommen so rein und sagen so, was hast du für eine Show hier gemacht? Ich so, sag, ja, kommt rein und so weiter. Dann sagt der eine, nur eine Frage, ist das hier dein Hotel? Ich sag so, nein, noch nicht. Und dann so geredet, bla bla, super, also sehr, ich meine, könnt ihr euch selber vorstellen, sind halt Amis, sind super nett und so weiter. Ja, und Logan leider hatte noch geschlafen und ist nicht aufgestanden. War aber nicht so schlimm. Wir haben hinterher heute noch am Flughafen kurz uns gesehen. Und wir gehen so nach oben. Die gucken so die Uhren an, rufen direkt so ein paar Leute mit FaceTime und so weiter an. Bla bla. Ich habe ihnen dann noch die Parfums gegeben, ein paar Geschenke und so weiter. Also war einfach durch und durch super nett. Dann haben wir noch was anderes zu essen bestellt, so ein, von einem Iraner was kommen lassen. Waren halt in dieser ganzen Präsidenten-Suite alleine. Ich glaube, das sind 700 Quadratmeter gewesen. Und ja, ein bisschen geredet, ein bisschen gequatscht. Und dann sind die halt irgendwann wieder gegangen. Und wir haben halt gesagt, okay, nächstes Mal sehen wir uns dann in L.A. Das war aber noch nicht alles. Also es war super cool, hat super viel Spaß gemacht und sehr, sehr nette Jungs. Das Witzige war, warum ich auch sage, mit dem Chat, okay, guck mal, die ganze Zeit ging es nur um eins. Mike sagt so zu mir, hör mal, ich bin irgendwie mitten in der Nacht, ich gucke auf mein Handy, auf einmal tausende Leute bombardieren mich und schreiben immer mit Herbert. Herbert. Who the fuck is Herbert? So, und dann sagst du, ja, ist halt ein sehr wichtiger Typ und so, die Community mag den Herbert auch. Und habe ich den so gezeigt und so, ah, Herbert is a fucking legend. Und dann kam dieses Thema immer auf, ja, okay, the Herbert Mentality. Ich habe von dem erzählt, von Herbert, was er so macht, was er für mich macht und so weiter. Und die ganze Zeit ging halt nur um Herbert Mentality.
Ja, und das war echt sehr lustig, weil sie ihn halt gar nicht kennen und dann nur durch euch darauf aufmerksam geworden sind. Und aber seht ihr, das Posten unter seinem Instagram hat auf jeden Fall seine Attention bekommen. Also nur deswegen, ne? Ich sag's euch. Hashtag Herbert Mentality. Ich musste auf jeden Fall so lachen. Das war aber noch nicht alles. Bei ihm könnt ihr euch auf jeden Fall bedanken, dass das Ganze passiert ist. Mike, wirklich sehr, sehr netter Typ. Wenn ihr ihm einen Comment da lassen wollt, wird er sich mit Sicherheit sehr freuen. Er hat auch eure beim letzten Mal gelesen. Also, ja. Und dann, guck mal, ich bin so in dem Zimmer, ich bin so einfach nur relaxed. Ich bin dankbar, dass das alles so funktioniert hat. Dann, ich guck so auf mein Handy. Mo Vlogs schreibt. So, Mo Vlogs, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist halt so in UAE der größte YouTuber. Wir haben schon mal ein paar Videos von dem auch geguckt. Er hat über 10 Millionen, über 10 Millionen. Vielleicht Sportscar auch noch. Bist du noch immer im Urlaub? Ich bin schon einmal um die Welt geflogen. Wann kommst du wieder? Auf jeden Fall Mo Vlogs. Schreibt mir so bei Instagram. Ich folge ihm sowieso. Und er schreibt so immer, hab dein Video, hab deine Uhren gesehen und so weiter. Hast du Lust, was mit mir zu drehen? Ich sag so, ja, klar, gerne. Wann? Er so, ja, ich habe heute Zeit. So, dann, wir müssen die Location wechseln, wir aus Sicherheitsgründen und so weiter wollten wir nicht an einem Platz bleiben. Ich rufe Mansur an bei Versace, sag Mansur, ich bin jetzt in 30 Minuten, eine Stunde bin ich bei dir. Können wir irgendwie eine Suite oder so haben? Wir drehen irgendwie was und so weiter. Mansur so, okay, kommt erstmal vorbei. Auf jeden Fall, wir laden alles ein. Sind aus dem Hotel raus, rüber zum anderen Hotel, 30 Minuten Fahrt, kommen da an. Hoch in die Suite. Bis dahin, ich wollte noch Watches of the Week auch mit diesen ganzen Koffern drehen. Haben wir bis jetzt auch nicht geschafft. Die Zeit läuft. So, dann kommt Mo Vlogs. Wir machen noch ein Video. War auch sehr, sehr nett. Er war mit seiner Schwester da. Dann, ja, Videos zu Ende. Wir packen alles zusammen, fahren zurück nach Hause. Bla bla, Tag ist gelaufen. Und ich habe natürlich alles auch gefilmt und so. Und da war ich auf jeden Fall am Ende. Dann am nächsten Morgen, also heute Morgen, wir gehen so zum Flughafen um 7 Uhr oder halb 7. Guck ich so, wer ist da? Der amerikanische Squad, alle Jungs so zusammen, so am Einchecken. Wir gehen so hin und das erste Mal wieder. How is Herbert doing? Great, great. Naja, und da war Logan dann auch. Ja, und ja, ich habe ein bisschen was aufgenommen, aber am Ende mit Logan haben wir jetzt nicht so viel geschossen, mit Mike dafür umso mehr. Und ja, es war einfach sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Also die Uhren, die wir hatten, brutal. Eine Uhr, 4,5 Millionen Dollar. Insgesamt über 15 Millionen Dollar an Uhren. Das war echt einfach nur krank. Ja, und so war das Ganze dann, ne? Von daher, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal mit einem Influencer aus Amerika was gedreht. Also nicht schon mit zwei, natürlich Antonio, ne, den ich aus Versehen Antoine genannt habe, warum auch immer. Antonio und mit Mike. Also von daher muss ich sagen, hat sich das auch gelohnt, oder? Tsch, Junge, Junge, Junge. Das war auf jeden Fall ein Trip. Producer Michael nicht vergessen. Genau, Producer Michael natürlich. Klar, mit dem haben wir auch schon was angefangen.